Frenkel Fortset. Heute. Let's play Citybus Simulator 2 München. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir. Ich möchte euch in der heutigen Folge zeigen den Citybus Simulator 2 München. Ich hatte vor, wie immer, ein paar Folgen vorzuproduzieren und dann schauen wir mal, ob euch das gefällt und ob ihr mehr sehen wollt. Das Spiel ist erschienen jetzt kürzlich erst und zwar nur als Download. Wer es in einer Verkaufsverpackung haben möchte, der muss, glaube ich, warten bis zum 13.12., wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich war vorhin auch schon mal kurz drin im Spiel, um die Grafik und den Sound für das Let's Play richtig einzustellen. Und da ist mir gleich was aufgefallen, was ich nicht so ganz glücklich finde und das werde ich euch gleich mal präsentieren. Und zwar werde ich jetzt weltexklusiv präsentieren, wie man das Tutorial hier in diesem Spiel aktiviert. Also ihr kriegt jetzt von mir ein Tutorial, um das Tutorial zu starten. Ja, klingt komisch, ist aber so. Weil das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Ich bin ein bisschen verzweifelt, aber habe meine ganze Kraft da reingesetzt, um das für euch herauszufinden und euch das jetzt hier zu präsentieren. So, ihr seht ja hier, in den Menüs steht nichts von Tutorial. Das hat mich noch nicht weiter gekratzt. Wenn man hier auf Spieler klickt, dann sieht man immerhin hier Tutorials, dann dachte ich, ich klicke da drauf und alles ist gut und ich kann das spielen. Dem ist aber nicht so. Es ist dann Folgendes gewesen. Ich muss hier auf jeden Fall noch das Tutorial erstmal aktivieren. Also hier draufklicken, damit das weiß wird. Hier kann man wohl noch die Tutorial Art wählen, aber das ist ja scheißegal. Wir machen erstmal das Start-Tutorial. Was ganz wichtig ist jetzt, wir klicken nicht auf Start oder sowas. Nein, nein, nein. Wir klicken auch nicht auf Schließen. Wir klicken auf diese etwas unscheinbaren Button hier, Übernehmen. Sonst vergisst er das nämlich wieder, der blöde Penner vom Computer. Diesen Button hätte man ein bisschen deutlicher machen können, finde ich. So, und jetzt ist ganz wichtig Folgendes. Wir gehen hier bei München Laden rein. Bei der Teststrecke, glaube ich, geht das nicht mit dem Tutorial. Weiß ich nicht genau, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Deswegen gehen wir einmal gleich mal bei München rein. Und da dachte ich mir, wir starten am Busdepot. So ist das ja eigentlich immer. Deswegen habe ich das Depot ausgewählt. Und dann haben wir die Wahl zwischen drei Bussen. Und da gibt es unter anderem den Gelenkbus, wie im Bussimulator 2012. Aber das ist eher was für Profis. Und ich bin weniger Profi, sondern eher Dovi. Deswegen nehme ich den normalen, stinknormalen, öden Zweitürer. So. Jetzt könnte man meinen, ist alles prima, alles gut. Er lädt jetzt ein bisschen. Und ich zeige euch dann auch gleich erstmal die Grafik, ja, wie das so ein bisschen aussieht. Und dann geht's weiter mit meinem Tutorial, um das Tutorial zu starten. Wir sind nämlich immer noch erst auf der Hälfte des Weges, würde ich sagen. Das ist alles nicht so einfach. So, komm, lad mal. Die Leute wollen auch ein bisschen Grafik sehen. Komm, zack, zack, zack. Nicht so stinklangweilige Menüs nur. So, jetzt kommt schon ein bisschen Sound, das heißt, es ist gleich soweit. Genau, und dann haben wir diese Glatzbirne da. Ihr seht's ja. Und jetzt dachte ich, wann startet das Tutorial? Und es hat sich nichts getan. Also bin ich erstmal ein bisschen rumspaziert. Das ist ganz einfach mit WASD, ja, wie normal halt, Standard. Und dann mit Shift kann man rennen. So, und mit dem Mausrad kann man natürlich auch noch scrollen. So, dann bin ich mal da lang gelaufen, weil ich das mal mir ein bisschen angucken wollte. Dann bin ich kurz erschrocken. Pass auf, Folgendes. Achtung, gleich passiert's. Zack! Die Büsche. Alle entlaubt. Also ist es wie, keine Ahnung, in Vietnam. Agent Orange. Das ist jetzt nicht so tragisch. Was ich gut finde, sind, dass es wahnsinnig viele Passanten gibt. In Simulatoren gibt es ja manchmal gar keine. Das regt mich immer so ein bisschen auf. Aber hier gibt es so viele, dass die sogar an der Ampel Gruppensex machen können. Ja, seht ihr hier? Sieht aus wie beim Gangbang. Und oben hat jetzt auch das Tutorial schon begonnen. Jetzt muss ich noch was anderes ausprobieren. Was ist, wenn jetzt hier grün wird? Boah, der ist aber früh drüber gefahren. So, jetzt gehen wir mal auf die Straße. Ah, der hält an. Der ist freundlich, ha? So, also, Münchner können mir ja kurz in die Kommentare schreiben, ob das so einigermaßen aussieht wie in München. Und ja, jetzt hören wir mal ein bisschen auf rumzublödeln, sonst werde ich wieder geschimpft und kriege wieder Dislikes von den Simulator-Hardcore-Fans, die gar nicht verstehen können, wie ich das alles hier so nicht ernst nehmen kann, ja? So ein Spiel, das ist doch nur mit Ernst zu betreiben. Alles andere ist schlimm. So, jetzt steht da oben Anweisungen bitte mit der Maustaste 2 wegklicken. So, und das mache ich jetzt. Und zwar Maustaste 2 ist nicht etwa die rechte Maustaste, sondern das Mausrad und das muss man klicken. Dann geht's weiter. Okay. So, das Tutorial kann ich deaktivieren. Das möchte ich aber nicht. Ich habe es gerade mühsam aktiviert. Also weiter. Weg. So, dann noch die kurze Erklärung. In dieser Zeile erscheinen die Anweisungen für das Tutorial und die Anweisungen von der Leitzentrale. Weiter. So, und jetzt fängt er an, das zu erklären. Begib dich zum Bus. Benutze WSAD, um dich fort zu bewegen. Um dich fort zu bewegen?
um dich fortzubewegen? Also, liebe Leute, das wird zusammengeschrieben. Also ich biete ja immer gerne wieder an, deutschen Publishern und so, dass ich auch Lektoratstätigkeiten mache. Dann gäbe es sowas nicht, weil fortbewegen ist ein Wort, das wird zusammengeschrieben. Also wird auch der erweiterte Infinitiv zusammengeschrieben. Also fortzubewegen und nicht fortzubewegen. So, jetzt habe ich mal genug geklugt geschissen, jetzt geht's weiter. Folgendes. Jetzt dachte ich mir erstmal, welchen Bus meint er denn? Ja, und bin alle Busse abgeklappert. Ich kann euch aber sagen, was bei allen Bussen passiert, wenn man die ja so anschaut, die schauen auch gar nicht richtig aus wie Busse, ne? Die schauen aus wie irgendwie längliche Schuhkartons, die angemalt sind wie Busse. Das sind Attrappen. Das sind keine echten Busse. Und deswegen komme ich ja auch nirgends rein. Da muss man auch erstmal drauf kommen. So, und jetzt zeige ich euch, was man da machen muss. Wir gehen jetzt erst hier wieder raus. Das war nämlich falsch, was ich gemacht habe. München neu laden müsste ich, das geht aber nicht, weil ich schon geladen habe. Also muss ich jetzt kurz die Teststrecke laden, damit ich dann wieder München laden kann. Klingt bescheuert, ist aber so. Also ich hoffe, ich nerv euch damit jetzt nicht, aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal so, ja, dann habt ihr weniger Frust. Ich habe ja das Ganze schon durchlebt vorher und jetzt ist er auch noch abgeraucht. Ich muss nochmal starten, ich bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir wieder da nach diesem kleinen Absturz. Und wir sind jetzt bei der Teststrecke gelandet. Das wollte ich euch nur mal schnell zeigen noch, wie das aussieht. Da ist offensichtlich die Möglichkeit, hier irgendwelche Stunts zu machen. Keine Ahnung. Aber ich habe es nicht geschafft. Also hier hat irgendwie das Tutorial nicht gestartet. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es hier machen kann, das Tutorial. Ich glaube nicht, weil ich habe ein bisschen gewartet und es ist nichts passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt können wir wieder neu laden. Wir müssen nämlich tatsächlich München laden. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt. Achtung. Wir müssen nicht das Depot laden, sondern den Hauptbahnhof. Und im Hauptbahnhof, da steht dann wirklich ein richtiger Bus. Und da können wir dann mit dem Tutorial beginnen. Ja, und das war's jetzt hier quasi erstmal mit meinem Tutorial, wie man das Tutorial startet. Und was jetzt kommt, das habe ich alles selber noch nicht ausprobiert. Und zwar jetzt mal in den Bus einsteigen und auch mal rumfahren. Das wollen wir doch irgendwie alle. Das ist ja irgendwo der Sinn an der Sache. Und da starten wir jetzt am Bahnhof. Alle Münchner sind aufgerufen, mir zu sagen, ob das so einigermaßen detailgetreu gemacht wurde. München, das interessiert mich immer sowas. Der Bahnhof, da war ich schon ein, zwei, dreimal, der erinnert mich schon ein bisschen an den echten Münchner, muss ich sagen. Also, den habe ich ja kurz gesehen. Da sind wir jetzt auch schon, ja. Da sind die ganzen Taxen. Und ich glaube, das sieht schon so ähnlich aus. Dieser Bus hier ist dann der, den wir nachher betreten müssen, aber... Weil ich ja gesagt habe, ich kenne den ein bisschen, den Bahnhof. Ich gehe mal da vor, da müssten eigentlich die Klos sein. Und da gehen wir jetzt hin und dann gehe ich mal ins Damenklo und schauen wir, ob wir da was finden, was Interessantes. Ich weiß, das ist ganz fies für die Hardcore-Simulator-Fans, die sind jetzt wieder böse. Aber ich will das ausprobieren. Ja. Das sieht so aus, als ob sie einfach zugemacht hätten. Da geht's doch normalerweise rein, oder? Naja. Und hier ist Weihnachten, oder was? Okay. Das sieht wirklich aus wie Weihnachten. Ja, jetzt würde ich wundern, warum fängt das Tutorial nicht an? Ja, das wundere ich mich auch gerade. Okay, für diesen Fall folgendes. Wir gehen nochmal raus. Ja? Und gehen nochmal auf Spieler. Und das habe ich festgestellt, dass das hilft. Ah, es ist wieder aus. Warum auch immer. Okay, also warum auch immer. Es war jetzt wieder aus. Wahrscheinlich, weil er abgeraucht ist. Keine Ahnung. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren, oder? Raus und... Start! Tutorial! Ich will jetzt Bus fahren! Na also! Willkommen, sagt er! Das wurde aber auch Zeit. Gut, wir joggen jetzt wieder vor zu dem Bus. Die ersten Dinge haben wir ja schon gesehen, die klicken wir jetzt weg. Das wissen wir bereits! Weg! Ja, begib dich zum Bus. So weit waren wir das letzte Mal. So, und jetzt ist ja auf, wie durch ein Wunder, ist das ein richtiger Bus und dann wird auch hier tatsächlich hier der Türöffner. Den kann man jetzt anklicken. Und zwar steht da mit Taste 0 an der Maus. Da ist die linke Maustaste mit gemeint. Das hätte man eigentlich auch so schreiben können, aber naja. So, geh in den Bus und setze dich mit C in den Fahrerarbeitsplatz. So, jetzt kann man hier ein bisschen durchgehen auch, oder? In der Ich-Perspektive. Ganz nett. Uah, das schaut aus wie durchs Aquarium, ey. Total schawummerig wird einem da. So, jetzt setze ich mich mal hin. Muss ich aber wahrscheinlich bis davor laufen. Bis zum Fahrerarbeitsplatz. Okay, jetzt geht's los. Betätige den Batteriehauptschalter mit E. Gut, ich glaube, das notiere ich mir gleich mal, was man da für Tasten drücken muss. Das war ja bei Bus Simulator 2012 auch nicht so einfach, sich das alles zu merken. E, sehr gut. Das ist ja ganz toll, man wird wirklich motiviert. Zündschlüssel durch einmaliges Drücken von P in Position 1 bringen. So, P wie Pünktschlüssel. Toll. So, Zündschlüssel durch erneutes Drücken von P in Position 2 drehen. Also nochmal P, machen wir gleich.
Sehr gut. Sehr gut. Also auch gut schreibt man klein, aber das nur am Rande. Zum Starten des Motors. P und nach oben gedrückt halten. Der Entwerter ist ausgeschaltet. Aha. Also P und nach oben gedrückt halten. Was ist jetzt nach oben, Freunde? Bild nach oben oder was? Also P und versuchen wir mal mit Bild nach oben. Zum Starten des Motors muss man das Gaspedal drücken. Aha. Also nach oben. Es ist zu kalt. Springt der Motor nach 10 Sekunden nicht an. Startvorgang abbrechen. Habt ihr das gerade gesehen? Es ist zu kalt im Fahrgastraum. Das erinnert mich sehr, sehr, sehr. Da ist es. Ha! Das ist ja wirklich wie bei Bus Simulator 2012. Gott, oh Gott. Ja, nach oben geht leider nicht. Also Bild nach oben. Was ist es denn dann? Es könnte W sein. Mit WASD vielleicht. Nein, das scheint mir die Warnblinkanlage. Was ist nach oben? Einfach die Pfeiltaste nach oben, oder was? Moment. Das Getriebe muss zum Starten des Motors auf neutral stehen. Ja, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Gerade war es doch neutral. Jetzt ist der Rückwärtsgang drin. Wahrscheinlich wegen Bild hoch. Wenn ich jetzt Bild runter drücke, kann ich dann wieder runterschalten? Nein, es gehen irgendwelche Lichter an. Mann! Könnt ihr das nicht ein bisschen für doofe erklären? Ich bin doof. Moment, das ausprobieren. Ah, okay. POS 1 habe ich jetzt gedrückt. Damit kann ich wieder auf den neutralen Gang. Es ist zu kalt im Fahrgastraum. Fick dich! POS 1. Nochmal. Genau, da kann ich... okay. Also mit POS 1 kann ich runterschalten. Während ich mit Bild hoch hochschalten kann. So, jetzt ist neutral. Jetzt versuchen wir es nochmal. P und hoch gleichzeitig drücken. Und gedrückt halten. Alles klar. Und? Läuft der Motor jetzt? Hallo? Ich höre nichts. Na toll. Es geht nicht. P und nach oben. Was soll ich denn jetzt machen? Gleichzeitig? Oder nacheinander? Erst P drücken und dann... Moment. Gedrückt halten. Ja, wie lang denn? Ah! Jetzt ist angesprungen. Achtung, es befindet sich keine Fahrerkarte im Dingenskirchen. Na toll. Du hast 10 feste Kamerapositionen zur Verfügung. Du kannst sie mit den Tasten 4, 10er Tastatur, 9, bla, bla, einzeln auswählen. 10er Tastatur. Also der meint wohl den Numblock. Okay, soll ich das jetzt ausprobieren oder was? Nee, weiter muss ich klicken. Oder Moment, ich drücke mal auf 4. Aha! Auf die 9. Oho! Kinderwagen, was heißt das? Ach so, kann ich wahrscheinlich absenken, ja? Damit ich den Kinderwagen reinbringe. 10er Tastatur, Stern, Minus. Mein Gott, was ist das denn alles? Aha! Okay, da kann ich jetzt mich so durchdingseln halt, ne? Das ist halt ein Simulator, das ist halt alles ein bisschen eine... Ja, eine eigene Wissenschaft. Okay, warum muss man da immer so eine Wissenschaft draus machen? Plus ist dann was? Plus... Plus ist zurück. Okay. Ja, weiter. Ich klicke jetzt mal weiter. Komm. Es ist zu kalt im Fahrgastraum. Ich möchte doch bitte wenigstens in der ersten Folge mal zum Fahren kommen. So, Kamera, Fahrerplatz, Plus. So, was ist jetzt? Armaturen. Okay, ich kann mich hier umgucken, aber was machst du denn jetzt? Hallo, jetzt macht er das selber. Ich möchte keine Sightseeing-Tour durch die Armaturen. Hallo, ich möchte fahren. Die erste Folge ist bald rum und ich möchte wenigstens bis dahin einen Meter gefahren sein. Zündschlüssel. Okay, also der macht das jetzt alles durch hier. Das kann ich mir doch eh nicht merken. Ihr seid doch völlig beknackt. Meine Fresse, ey. Also ich mache gerade gar nichts, ne? Also der führt mich da jetzt automatisch durch, der blöde Penner, und ich kann nicht losfahren. Dreck aus der Hölle. Fahrtenschreiber. Habe ich schon gesehen, habe ich mir selber schon angeguckt. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie es losgeht, wie ich losfahre in der ersten Folge, aber das klappt jetzt wieder nicht. Du hast 10 feste Kamerapositionen zur Verfügung. Du kannst sie mit den Tasten, bla bla bla. Das hast du mir doch gerade schon erzählt. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Kann ich das wegklicken? Jetzt soll ich das ausprobieren oder was? Ich habe es doch gerade schon ausprobiert. Okay, ich drücke mal auf 4. Sehr schön. Zusätzlich kannst du mit den Tasten, bla. Also, was könnte ich jetzt machen? Steuerung rechts ist zum Beispiel was? Rückspiegel. Spiegel einstellen kann ich. Das ist ja auch alles ganz toll. Und, was noch? Leertaste. Space.
Umschalten. Schön. Ich möchte jetzt aber bitte fahren. Ah, weiter. Ja, blöd ist, dass wir jetzt am Schluss dieser ersten Folge sind und ich noch gar nicht zum Fahren gekommen bin. Ich hoffe, es hatte trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und sagt mir bitte, ob ihr mehr sehen wollt. Und auch ganz wichtig, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Episode. Ich sag ciao, ciao, bye, bye.